So, schönen guten Morgen, Wochenmitte. Und wir haben ein paar Dinge zu besprechen, unter anderem den kleinen Sieg, den Theresa May gestern Abend im britischen Parlament einfahren konnte. Damit kommen wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franzi Schimke. Tja, also, es ist ein kleiner Sieg für May. Das Parlament hat gesagt, wir wollen ohne einen Deal nicht aus der EU ausscheiden. Aber wie man das Ganze jetzt zustande bringen will, das weiß man auch nicht, weil die EU hat sofort gesagt, weitere Verhandlungen wird es nicht geben. Ganz genau. Und letztlich, ja, hat eine heute Morgen schon gesagt, das ist so ein bisschen wie im Kasperle-Theater. Und letztlich, ja, das Brexit-Drama geht in eine weitere Runde. Aber so richtig viel passiert in diesem Akt ja wohl nicht. Denn eigentlich verhandelt man nur unter sich, vergisst aber, dass da eben auch noch ein bisschen was dranhängt. So scheint es. Und letztlich, die Zeit wird knapp. Der 29. März, er wird wohl kommen. Aber das ist ja vielleicht ein Thema, worauf man setzt, dass man eben, ja, es verschieben könnte nach hinten und es somit eben zu keinem harten Brexit kommt. Aber letztlich, wir wissen nicht mehr, als wir vor dieser Abstimmung im britischen Parlament wussten. Und somit nehmen die Märkte das jetzt auch erstmal mit so einem gewissen Schulterzucken tatsächlich hin. Die Vorgaben, naja, der Dow auch gestern nicht so richtig viel bewegt. Konjunkturdaten schwächer, Licht und Schatten bei der Berichtssaison. Ja, und heute dann ja die US-Notenbank-Sitzung, aber eben auch der Start der zweitägigen Handelsgespräche mit China in Washington. Und das dürfte dann die Anleger vielleicht so ein bisschen mehr wieder in Fahrt bringen. An den asiatischen Märkten der Nikkei im Minus mit 0,5%, der Shanghai Composite auch schwächer, dafür der Hang Seng leicht im positiven Bereich und der DAX nahezu unbewegt gestern unterwegs. Am Ende sind wir mit einem hauchdünnen Plus von 0,1% aus dem Handel gegangen und ähnlich unbewegt erwarten wir den DAX auch heute. Es ist einmal mehr die 11.200-Punkte-Marke, die im Fokus steht, aber natürlich auch die Zahlen von Siemens. Da ist man durchwachsen ins erste Quartal gestartet oder in das neue Jahr, heißt es da von Seiten der Experten. Die Auftragseingänge, die lobt man aber. Schauen wir mal, was daraus dann letztlich wird. Und damit vielen Dank nach Frankfurt für diesen ersten Überblick. Ja, wir schauen mal ganz kurz zurück, was gestern an der Wall Street passiert ist. Nicht allzu viel. Kollegin hat es gerade gesagt, vielleicht ist es einfach jetzt gerade wirklich die beste Entscheidung, an der Seitenlinie auszuharren und mal gar nichts zu machen, nachdem ja doch jede Menge Bewegung in den Markt kommen könnte. Wir haben eine interessante, ganz interessante Grafik mal mit dabei. Schauen wir uns zunächst einmal, wir lassen jetzt Asien mal raus, genau, haben wir ja gerade schon. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz den Bitcoin an. Das finde ich ganz interessant, habe ich heute Morgen eine interessante Grafik zu gefunden. Ist ja seit einigen Wochen, Monaten eigentlich schon tote Hose. Immer dann, wenn man gerade glaubt, naja, könnte vielleicht doch mal hochgehen, dann gibt es irgendwelche negativen Nachrichten. Und eines der Hauptargumente, weshalb der Bitcoin ja eine strahlende Zukunft haben sollte, war, weil viele Leute gesagt haben oder viele Anleger gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, sich gegen Verluste in anderen Asset-Klassen abzusichern. So, und dann schauen wir uns mal die Grafik an, ob das stimmt. Da hat sich nämlich jemand die Mühe gemacht, das mal genauer nachzuschauen. Und zwar die 10 größten Verlustmonate im S&P. Und dann wurde nachgeschaut, Mensch, trifft das denn eigentlich zu? Und jetzt sieht man tatsächlich, nur in 3 Fällen hat sich der Bitcoin als sicherer Hafen in dem Fall herausgestellt. Und in den anderen Fällen war es eben nicht so. Und ganz im Gegenteil, wenn wir uns jetzt beispielsweise September 2011 anschauen, August 2011 anschauen, jetzt auch August 2015, um ein bisschen näher an die Gegenwart ranzukommen, da sind die Verluste sogar noch deutlich, deutlich stärker ausgefallen als in den Indizes. Also diese Begründung, die letztendlich für den Bitcoin auch angeführt wird, sicherer Hafen, scheint eben so nicht zuzutreffen. Ganz anders. Momentan sieht es beim Gold aus. Die Krisen weltweit haben wieder mal dazu geführt, dass Gold jetzt an Popularität gewinnt. Und Sie sehen es, von 1200 mittlerweile schön auf 1310 gestiegen. Also das haben wir hier wirklich relativ schnell abgearbeitet. Diese 1265, 1280er Linie, die sich da gebildet hatte Anfang des Jahres. Da hat man noch mal ganz kurz ein wenig Luft geholt und dann ging es nach oben. Natürlich Brexit und der Handelsstreit und vielleicht auch Venezuela mit dabei gewesen, weiß man ja am Ende nie so genau. Apple, gestern mit Zahlen, ich hatte es schon gesagt, mehr oder weniger waren die schon auf dem Tisch. Jetzt hat Apple 4,18 je Aktie Gewinn gemeldet, für das letzte Quartal 4,17 waren erwartet worden. 84,3 Milliarden Dollar sind gemeldet worden, 83,9 sind erwartet worden. So, und jetzt kommt der interessante Teil und der, weshalb die Anleger nachbörslich doch einigermaßen in Wallung geraten sind. Die iPhone-Verkäufe sind
deutlich zurückgegangen auf 52 Milliarden US-Dollar. 52,7 waren erwartet worden. Und auch die Bruttomarge ist bei den iPhones deutlich zurückgekommen, nämlich auf 34%. Aber die Service-Sparte, also das, was Apple in der Zukunft ausmachen könnte, unter dieser Sparte, unter diesem Dach, verbergen sich einige Anwendungen, Apple Pay beispielsweise, die Cloud oder auch Apple Music. Also, das ist ordentlich gewachsen, zwar weniger stark als in den vorangegangenen Quartalen oder auch in den vergangenen Jahren, aber immer noch mit 19%. Und man darf eins nicht vergessen, die Margen, die hier drauf liegen auf diesem Geschäft, die sind enorm hoch und liegen laut Apple bei rund 63%. Und das ist der Grund, zusammen mit einem vernünftigen Ausblick, der für eine Stabilisierung spricht der Geschäfte, hat das dazu geführt, dass die Aktie nachbörslich kräftig nach oben gelaufen ist. Und das deutet darauf hin, dass wir heute auch im Dow sicherlich erstmal grüne Vorzeichen sehen. Ja, also natürlich nur dann, wenn jetzt nicht noch irgendetwas ganz Wildes dazwischen kommen sollte. Aber wie gesagt, Apple, das sieht jetzt erstmal wieder gut aus. Der DAX, die Kollegin hat es gerade gesagt, es geht immer um die 12.200er Marke. Jetzt mal schauen, wie die einzelnen Zahlen ausgefallen sind. Siemens wurde schon gerade gesagt, im Gasgeschäft, Turbinengeschäft, das hat ordentlich gelitten. Da ist der Gewinn ordentlich eingebrochen. Auf der anderen Seite, Auftragseingänge sind okay gewesen. Der Umsatz, der gemeldet wurde, ist okay gewesen. Vorhin war die Aktie mal 0,6 im Minus gelegen. Könnte sich vielleicht auch schon zum Handelsauftakt wieder dann zumindest der Nulllinie nähern, weil der Ausblick eigentlich ganz solide ist. Also nichts Tolles, was Siemens hier gemeldet hat, aber absolut Zahlen im Rahmen der Erwartungen. Bei SAP sah das natürlich gestern ein bisschen anders aus. Vor allen Dingen wurde da an den Cloud Bookings, also an dem, was SAP zukünftig an Einnahmen in dieser Sparte generieren könnte, wurde rumgemäkelt. Es war ja ein Plus von, ich denke, es waren um die 20% gewesen, hat vielen Anlegern nicht gereicht. Aber wenn man sich die Zahlen mal genau anschaut, da muss man sagen, das war ein solides Geschäft, was SAP letztendlich gemeldet hat und was das Unternehmen auch erlebt hat. Es ist ein vernünftiger Ausblick. Es sieht alles gar nicht so schlecht aus und da haben die Anleger dann vielleicht auch etwas übertrieben. Schaut man sich die Analystenseite an, da gab es praktisch gestern ganz wenige, die mal rausgekommen sind, gesagt haben, pff, da muss man jetzt aufpassen. 75% der Analysten sind weiterhin davon überzeugt, dass SAP ein gutes Investment ist und haben die Aktie auf Kaufen oder Übergewichten gestellt. 20% halten immerhin und lediglich 5% sagen, die Aktie sollte verkauft werden. Und da sind die Kursziele liegen etwa auf aktuellem Niveau plus minus 5%. Also da sollte man jetzt wirklich mal die Kirche im Dorf lassen und ich denke, dass sich da SAP relativ schnell erholt. Infineon haben wir deshalb dabei? Na klar, wenn die Zahlen oder wenn Apple von einer zumindest mal Stabilisierung der Situation und der Geschäfte spricht, dann dürfte das auch Auswirkungen auf die Chiphersteller in Europa haben. Und da ist Infineon sicherlich einer der Werte, die da im Fokus stehen. Dialog, Semiconductor natürlich einer der anderen Werte. Könnte also durchaus sein, dass wir hier mal so einen kleinen Knall sehen über diesen Widerstand drüber und dann etwas stärker nach oben. Und es gibt natürlich noch andere ASLM beispielsweise, die dann mit nach oben laufen könnten, etc. pp. Also wird ein ganz spannender Tag. Wir müssen dann natürlich schauen, was kommt von der Notenbank. Viel Änderung wird ja nicht erwartet, aber man schaut dann natürlich immer, was wird zwischen den Zeilen geschrieben und besprochen. Und dann kommen die Handelsgespräche, ganz wichtig. Und natürlich im Laufe des Tages noch Quartalszahlen vorbörslich von Alibaba und nach Handelsende dann von weiteren großen US-Tech-Werten. Also bis dahin wird ein spannender Tag. Ihnen viel Vergnügen und gute Kurse vor allen Dingen. Tschüss.